Nicht, dass uns da wieder so ein Creeper abschießt wie letztes Mal. Da wären fast die 30 Punkte drauf gegangen. So. Hallo? Bitte? So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir anschauen, ob wir Steinziegeltreppen haben. Haben wir. Mehr brauche ich eigentlich jetzt im Moment gar nicht. Denn das wird das Letzte, was wir machen. Wir tun mal den gebrannten Lehm. Als solchen tun wir mal da rein auch. Glasscheiben brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. Steinziegel holen wir uns gleich nochmal wieder aus dem Haus raus. Hab ich denn den Lehm noch mit? Ja. Die Erde besser gesagt. Und ich könnte gleich mal nochmal was hier in den Ofen fenstern. Ja, in den gerade nicht. Da ist ja alles leer. In den zum Beispiel. So, schauen wir mal, wie das aussieht von hier mit dem Haus oder mit dem Gebäude. Das ist ja schon mehr als ein Haus. Ja, und das, die Größe wird es haben. Und man kann also die Kirche oder diese Kuppelbau, die Kuppelkapelle noch sehen. Das ist sehr schön. Das wollte ich auch so haben. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Baue ich mir jetzt hier so eine Treppe, oder? Nee, diese Wand ist ja hier dafür gedacht, wie dafür gemacht, wollte ich sagen. Und hier bauen wir uns auch nochmal höher hin. So. Jetzt müssen wir diese Teile wieder abrupfen. Ach, das mache ich mal von oben. Das bleibt, aber diese kommen weg. Hier kommt was weg. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Zack. Die hole ich mir gleich wieder. Keine Bange. Hoffe ich zumindest. Oh, jetzt hat er das so schön gebaut und jetzt reißt er alles wieder ab. Ja, das war alles nur... Ach, das sollte ja... Nee, das sollte schon bleiben. So, abgerissen werden wir nicht. So, Hammer kriegen wir alles mit. Ich glaube schon. Und draußen könnten ja auch noch ein paar rumfliegen. Genau. So, da haben wir alles. Hier noch ein paar. Hier gehen wir wieder hoch. Thank you.
So, jetzt gucken wir mal. Ah, so ist verkehrt. So ist richtig. So, wir sind also richtig fleißig gewesen heute. Wir haben richtig schön Lehm gefarmt. So, jetzt können wir das hier auch vollenden. Auch noch, da reicht's ja wohl für. Huch, beinahe. Wäre es passiert. So, dann können wir ganz am Schluss der heutigen Aufnahmesession einmal rekapitulieren. Oder? Nee, noch nicht. Auch noch mal sowas hin. So. Nee, verkehrt. Verkehrt. Wann lernst du das? So ansetzen, jawohl, richtig. So fühlt man sich im Hochbau. Wo ist denn meine Treppe da? Und jetzt gucken wir uns das mal von unten an, wie es ausschaut. Und dann werde ich vielleicht noch was andeuten gleich. Ruhe, Ruhe. Ja. Oder machen wir es noch schräger? Ne, das ist schon in Ordnung so. Ruhe da hinten. Auf den billigen Plätzen. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Und deuten noch unser Dach an. Das müssen wir dann alles nur ausfüllen mit Lehm. Schaut ihr mir auch schön zu beim Bauen, ja, das ist gut. Ja, jetzt, weil es halt abends spät ist, ist ja doch schon etwas schweigsamer. Was heißt abends spät? Oh, es ist schon recht spät. Ich glaube fast, ich habe mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Die Treppe wollte ich jetzt auch nicht abreißen unbedingt. So, liebe Leute, dann werde ich mal hier auf friedlich schalten. Ah.
falsche Taste. So, auf friedlich schalten wollte ich. Hab ich schon. Und dann wollte uns das mal angucken, wie das dann aussieht, wenn das Dach da drauf ist. Ja, das sieht doch fein aus. Das sieht fein aus. Vielleicht können wir hier doch nochmal einen abzwacken, damit das noch dem anderen ein bisschen ähnlicher sieht. So, das wird das Gebäude. Hier unten kommt dann noch links davon, neben der Tribüne, ein Eingang. Dann kommt man von da aus zur Eisenbahnstation, die dann von unteren Eingang rechts ebenerdig erreichbar sein wird. Ja, ein paar Fackeln noch. Das ist eigentlich hell genug hier drin. Was liegt denn da noch rum? Gar nichts. Sieht mir so aus. Oder liegt da noch was? Nee. Sah nur so aus. Okay, dann machen wir nochmal etwas Licht dran. Wie gesagt, wir müssen die ganzen Außenwände hinten noch machen. Wir müssen die Wände zwischen den Zimmern kann man sich dann nochmal überlegen. Ich glaube, ich baue das hier noch eins tiefer, die Schräge, dass das so aussieht wie da oben. Tja, okay, was haben wir heute gemacht? Wir hatten Lehm gefarmt. Und wir haben dieses Großbauprojekt hier, weitergeführt. Und nochmal ein bisschen Licht hin. So. Irgendwie sieht das hier ziemlich verquer aus. Ja, ich glaube, hier haben wir uns ein bisschen verhauen, ne? Da habe ich mal das machen wir nächstes Mal hier. Böse verhauen. Leute. Okay, deswegen sieht das auch so komisch aus. Irgendwie kam das schon so komisch vor. Ja, und dann haben wir unser ganz neues Schätzchen. Nämlich den Zauberraum. Den gucken wir uns nochmal an. Ich glaube, das ist der Zauberraum mit dem schönsten Ausblick. Die anderen machen ihre Zauberräume ja immer irgendwo im Keller oder in einer Höhle oder wie auch immer. Wir haben unseren Zauberraum hier. Gut, die sehen. Ja, es reicht also aus, schon bis 30 zu verzaubern. Man braucht also nicht alles voll machen, aber ich glaube, ich werde hier noch zumindest diese drei Bücherregale noch anbringen und dann war's das. Ja, und dann kann man hier noch mal so eine Sitzecke oder was machen, so einen Sitz. Und wir haben also den Zauberraum mit der schönsten Aussicht in ganz Minecraft, glaube ich, oder? Es ist schon faszinierend hier, wie der das Wissen aufsaugt. Ja, liebe Leute, das war's mit der heutigen Aufnahmesession. 28.09. Wir haben kurz vor 3. Wann hatte ich angefangen? Oh, da habe ich aber mehr als 2 Stunden gemacht hier.
Naja, ich hatte ja auch eine kleine Unterbrechung drin. Aber inzwischen haben wir alles im Kasten. Wir waren hinten, haben uns die neuen Häuser angeguckt. Und ich bin bei dem Haus am Bauen, was man jetzt nicht sieht, oder? Vielleicht sehe ich es ja doch. Von der Terrasse. Nee, wenn man hoch... Nein, ich glaube nicht. Also auch das, obwohl es relativ massiv ausschaut von der einen Seite, passt es doch noch sehr schön in die Landschaft. Ne? So, ich freue mich, dass ihr alle zugeschaut habt. Wir machen das nächste Mal bei dem Haus weiter. Vielleicht müssen wir wieder Sandstein farmen, keine Ahnung. Muss ich nachher mal gucken, ob wir noch genug haben. Ich glaube, wir haben noch genug. Und Birkenholz brauchen wir aber. So, dann macht's gut, bis zur nächsten Aufnahmesession. Und in der nächsten Aufnahmesession wird es auch wieder eine Spezialfolge geben, auf die ich mich schon ganz besonders freue. Ich hoffe, das klappt auch so wie gedacht. Macht's gut, tschüss und bye bye.